Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute möchte ich mit euch aus Walnüssen richtig leckere Gewürz-Walnuss-Makronen backen. Und ja, während wir uns die ersten Makronen, die aus dem Ofen gekommen sind, mit einem Chai Latte schmecken lassen, könnt ihr euch anschauen, wie wir die gemacht haben. Viel Spaß dabei! Dann fangen wir mal an. Ich habe ja hier die Eiweiß, wo wir den Eierlikör gemacht haben, eingefroren. Und ja, dann geben wir erstmal das Eiweiß alles schön hier in die Schüssel von der Küchenmaschine. Und das Eiweiß für Makronen muss natürlich steif geschlagen werden. So, fangen wir mal an, das langsam zu starten. Ich rede jetzt nicht mehr, weil die Maschine wird laut. Eine kleine Prise Salz ist immer gut, damit das Eiweiß schön steif wird. Ich mache noch mal ganz kurz aus. Hier habe ich Puderzucker gesiebt und hier habe ich meinen Vanillezucker. Und den Vanillezucker mische ich jetzt auch schon unter den Puderzucker. Und den werden wir gleich Stück für Stück in die Eischneemasse einrieseln lassen. Aber ich mache die Maschine aus, damit ihr mich auch versteht. Und mische das hier schon mal unter den Puderzucker. Und starte die Maschine neu. So, an der Stelle kommt jetzt auch das Kurkuma und der Kardamom dazu. So, das reicht mir schon. Dann, die Schüssel wird mir hier zu klein. Ich fülle das erstmal um in eine große Schüssel. Dann habe ich hier die gemahlenen Walnüsse. Und die heben wir jetzt noch unter. So, parallel habe ich den Backofen schon mal vorgeheizt auf Umluft 160 Grad. Damit der auch schön heiß ist, wenn wir die Makronen aufgespritzt haben. Und im Übrigen, Kardamom schmeckt in der Weißbrot. Wenn man Weißbrot selber macht und ein bisschen Kardamom gemahlen damit reinmacht, ist was ganz was Feines. Das ist nicht nur in der süßen Weihnachtsbäckerei, sondern auch bei Weißbrot ein ganz tolles Aroma. Aber da dann auch nur einen Hauch. Ich habe in der Videobeschreibung auch das einfache Rezept mit nur 3 Eiern aufgeschrieben. Aber auch die Variante mit 8 Eiweiß. Für alle die, die den Eierlikör gemacht haben und dann genau 8 Eiweiß übrig haben, habe ich das Rezept nämlich hochgerechnet. Und für alle die, für die 8 Eiweiß zu viel sind, gebe ich das einfache Rezept dann auch noch mit an. Okay, dann habe ich mir hier einen Spritzbeutel mit Sterntülle vorbereitet. Und damit ich ihn besser befüllen kann, der Tipp kam von Zuschauern, einfach hier in so ein höheres Gefäß geben. Und dann kann man den nämlich wunderbar befüllen und hat immer noch ein paar Hände frei. So, mal gucken, dass man das ein bisschen runter mache. Dann kriegen wir nämlich noch den Rest da rein oder zumindest annähernd. Schön alles in den Beutel. Okay. So. Dann habe ich hier vorbereitet ein Backblech mit Backpapier. So, dann drücken wir das Ganze mal runter. Und dann spritzen wir hier schöne kleine Makronen. Die Größe ist hier individuell, kann jeder machen, wie er mag. Ich mag sie gerne, wenn sie nicht ganz so groß sind. Dann verschwinden sie nämlich mit einem Haps im Mund. Und die Backzeit ist natürlich auch immer ein bisschen abhängig davon, wie groß mache ich die Makronen. Normal werden sie ein bisschen größer gespritzt, aber wie gesagt, ich habe sie gerne, wenn sie ein bisschen kleiner sind. Bei den großen sind es 12 bis 14 Minuten und bei den kleinen hier gucken wir dann einfach mal, wann wir sie aus dem Backofen holen, dann sage ich euch genau am Ende noch, wie lange sie tatsächlich gebraucht haben. Und das Schöne ist, dass die ganz ohne Oblaten auskommen und das mag ich. Und wenn man schon wieder Walnüsse geschenkt bekommt, dann muss man sie auch verarbeiten, zumal noch die ganzen Eiweiß in der Truhe waren. Und das ist wieder so eine perfekte Resteverwertung. So, ich spritze jetzt hier noch ein paar Bleche und wenn wir sie in den Ofen tun, sehen wir uns wieder. 4 Bleche haben wir, ein bisschen was ist noch im Spritzbeutel, aber mehr wie 4 Bleche habe ich nicht. Und die 4 Bleche habe ich auch nur, weil ich schon zweimal den gleichen Backofen gekauft habe und die Bleche dann kompatibel sind.
So, okay. Der Ofen ist heiß. Das heißt, wir machen jetzt das erste Blech rein. Und da wir Umluft haben, machen wir ein Blech oben rein und ein Blech drunter. Und dann heißt es 12 bis 14 Minuten. Wenn sie außenrum anfangen, leicht braun zu werden, dann holen wir sie raus, dann sehen wir uns wieder. So, jetzt haben wir, ja, 14 Minuten sind rum und jetzt gucken wir einfach mal. Ja, sieht gut aus. Jetzt holen wir einfach mal das erste Blech raus und stellen das schon mal hier hin zum Abkühlen. Ups, dran gekommen. Und kommt mal näher. Außen wird es leicht braun. Die sollen ja noch schön fluffig, saftig sein. Wenn ich sie zu lange drin lasse, dann sind sie einfach nur fest und trocken. Deswegen wirklich darauf achten, wenn sie anfangen, hier unten am Rand leicht Farbe zu nehmen, dann sind sie fertig, rausholen. So, und dann machen wir das jetzt parallel. Ein Blech rein, ein Blech raus. Einmal. Und auf das vierte Blech rein. So. Hier jetzt auch noch mal 15 Minuten und die lassen wir jetzt erst abkühlen. Ich esse gerne so, weil ich liebe die Gewürze. Was man aber noch machen kann, auf einem Schüsselchen im warmen Wasser braten, ein bisschen dunkle Kuvertüre mit einem Schuss Pflanzenfett oder auch Öl schmelzen. Und dann mit einer Gabel da reingehen und einfach hier so drüber ziehen, damit man noch so ein bisschen Schoki drüber hat, wer das mag. Wie gesagt, ich esse gerne so. Und für mich gibt es nichts Besseres als diese Walnussmakrone mit dem schönen gewürzigen Geschmack und dazu ein Chai Latte. Ah, dann bin ich im siebten Himmel. Aber jetzt lassen wir sie erstmal abkühlen und holen dann noch die letzten zwei Bleche aus dem Ofen. So, insgesamt haben wir 5 Bleche mit 8 Eiweiß der Menge hinbekommen. Und ja, ich zeige es euch mal. Ich breche mal einen durch. Die sind innen richtig schön gelb durch das Kurkuma. Und man sieht es auch richtig schön fluffig, weich, wie sich das für Makronen gehört. Außen knusprig. Und wenn die richtig abgekühlt sind, könnt ihr, wie gesagt, noch Schokolade mit so einer Gabel drüber laufen lassen. Wer Schoki da noch dran braucht, ich brauche es nicht. Wenn sie kalt sind, kommen sie in die Keksdose. Und ja, viel länger als Weihnachten oder Silvester werden sie eh nicht überleben. Aber so 4 Wochen in die Keksdose halten sie durchaus. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würden wir uns natürlich wie immer freuen über einen Daumen hoch, einen Kommentar und klar auch ein Abo. Tschüss!